Ja, vielleicht, wer jetzt so ein bisschen überfahren ist von dem ganzen Thema Discord. Ich hatte heute früh schon ein paar so Notrufe irgendwie. Ist das mit dem Discord? Wie funktioniert das? Ihr findet auf den Infoseiten eine Übersicht, da ist alles erklärt, wie die einzelnen Discord-Kanäle aufgebaut sind, wie die funktionieren. Nehmt euch in der Pause mal kurz Zeit, lest da durch. Für jetzt, wenn ihr jetzt mit chatten wollt, zu allem, was heute auf der Bühne passiert, gibt es da den Kanal Äppeleinzahl. Also wer erstmal sanft einsteigen möchte, dem reicht der eine Kanal für jetzt. Ja, traditionell machen wir immer einmal diese State of the Union, wo ich versuche, so ein bisschen zusammenzukehren, was thematisch passiert ist in der Community, vielleicht auch einen kleinen Ausblick oder einen kleinen Wunsch, was wir uns für die Zukunft wünschen würden. Da schicke ich eine kleine Entschuldigung immer vorneweg. Es ist viel mehr passiert und in 15 Minuten kriegt man einfach nicht alles unter. Deswegen habe ich jetzt einfach mal aus meiner Perspektive so ein paar Punkte rausgegriffen. Alle, die sagen, mein Thema gehört da eigentlich auch noch rein, packt es einfach in den Chat noch mit dazu. Ja, vielleicht mal gestartet mit dem Thema. Für mich ist irgendwie, es gibt diesen Spruch, there's no place like home. Für mich, ich habe den abgewandelt in there's no place like community, weil die Frage ist, früher war die Frage mal, mit welchen Leuten willst du zusammen sein, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht? Mittlerweile muss man sich nicht mehr die Zombie-Apokalypse vorstellen, sondern wir haben irgendwie genug andere Apokalypsen auf der Welt. Und ich finde, was wir so zusammen auf die Beine stellen als Community, das ist durchaus beachtlich. Das heißt, wenn die Zombies mal kommen, dann würde ich gern mit euch allen zusammen sein. Ja, die Viktoria hat es erwähnt. Letztes Jahr ist ja schon so ein bisschen Diskussion gekommen. Jedes gute Open-Source-Projekt braucht ein Maskottchen. Und es gab vorher so ein bisschen Diskussion in dem Jahr zwischen letzter und vorletzter LostCon. Was könnte denn das sein? Die Seite hatte dann letztes Jahr ihr Erdmännchen mitgebracht, das Orange, was da jetzt hier steht. Und wir hatten uns dann so kurz im Vorfeld der LostCon darauf geeinigt, wir wollen als Maskottchen Erdmännchen haben. Wir haben das Suri genannt, weil das ist die Kurzform des lateinischen Namens und vor allen Dingen der Grund, warum wir uns darauf geeinigt haben, sind die Eigenschaften. Ja, also das sind erstmal kleine possierliche Tiere, nicht super auffällig, drängen sich nicht in den Vordergrund, leben in Gruppen zusammen von 4 bis 9, ja, wie sagt man da, Wesen, würde ich sagen, haben sehr ausgeprägtes Sozialverhalten. Die Gruppen können auch größer werden, können auch bis 40 gehen. Und die Wikipedia sagt, zählt nicht zu den bedrohten Arten. Ich habe in Klammern geschrieben, zählt auch in der turbulenten Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts nicht zu den bedrohten Arten. Also ich glaube, dieses als Gemeinschaft zusammenhalten, zusammenlernen, wenn neue Themen aufkommen, wie jetzt zum Beispiel KI, irgendwas auf die Beine zu stellen, Lernmaterialien zu machen, sich gegenseitig zu helfen, das ist ein ganz wichtiger Skill. Und deswegen haben wir sozusagen ab jetzt dieses Maskottchen. Der Christian hat schon gesagt, ne, heute Abend kriegen alle Prompt-Battle-Kombattanten kriegen eins von diesen Maskottchen in die Hand gedrückt. Wir haben einen großen Schritt vorangemacht bei den Leitfäden. Wir waren, glaube ich, letztes Jahr auf 11 oder 12 veröffentlicht. Wir sind jetzt auf 17 und wir haben 3 in der Pipeline. Also wir werden im nächsten Quartal die 20 überschreiten. Ja, das merke ich auch so bei meinen Aktivitäten. Viele von euch hatte ich ganz oft so freitags so One-on-Ones. Irgendwie mein Freitag ist immer der LernOS-Tag und ich hatte teilweise Tage, wo ich irgendwie den ganzen Tag durchgetaktet irgendwie mit Leitfadenteams zu tun hatten. Da haben wir ein bisschen was Neues eingeführt, sage ich auch noch gleich was dazu. Und ich habe jetzt hier auch mal nur die kleinen Gesichter der Maintainer. Also jedes Leitfadenteam hat einen Maintainer, das ist für mich so der Hauptansprechpartner. Aber da außenrum ist auch jeweils ein Team von 3, 4, 5, 6, 7 Leuten. Also ihr könnt mal so grob über den Daumen peilen, wie viele Leute da aktiv sind, diese tollen Contents auf die Beine zu stellen, die wir dann in den Learning Circles der Erdmännchen auch verwenden können. Und den Leitfadenteams, die immer jetzt in der LostCon, morgen werden teilweise die sichtbar bei den Sessions, würde ich sagen, spenden wir auch mal einen kleinen Applaus, weil die stecken da wahnsinnig viel Zeit auch rein. Mittlerweile die automatische Übersetzung in der LernOS-Produktionskette. Ich weiß nicht, wer das weiß, wir schreiben ja die Leitfäden alle in Markdown und die werden automatisch in GitHub sozusagen von dem Markdown, wo wir schreiben, übersetzt in PDF-Versionen, in E-Books, in HTML-Versionen. Und was wir jetzt mit dem AI-Leitfaden das allererste Mal gemacht haben, ist dort auch Übersetzung einzuklinken. Das heißt, wenn ihr, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht im Screenshare, hier ganz oben neben der Suche gibt es so ein kleiner Umschalter mit diesem, weiß gar nicht, was das ist, chinesisches Symbol. Da kann man ausklappen und quasi auf englische Version umschalten. Das heißt, auch die PDFs und die EPUBs gibt es in Englisch.
Und dadurch, dass wir das automatisiert mit DeepL übersetzen können in der Produktionskette, ist die Idee, dass wir bis zur nächsten LossCon einen Großteil der Leitfäden dann auch zweisprachig haben. Ja, weil das ist auch immer ein großes Thema, gerade jetzt bei internationalen Organisationen, dass man da eben sozusagen nicht nur deutsche Varianten hat, die meisten liegen nur in Deutsch vor, ich glaube drei haben wir im Moment in Englisch, sondern dass da eben alles dann auch in Englisch vorliegt. Auch da, wen das interessiert, wie das funktioniert, ne, die Pausen der LossCon, Abendprogramm und so weiter, das sind so die Orte, wo ihr die Leute auch ansprechen könnt und mal fragen könnt, wie das funktioniert. Genau, was wir gemacht haben, sieht man an dem Datum, im Dezember war das erste Treffen mit einem Team etabliert, also eine Gruppe von Leuten, die sich einmal im Monat trifft und eben genau solche Themen bespricht. Ne, wie muss die Webseite aussehen, wie können wir die verbessern, wie rollen wir jetzt die neuen Funktionen auf alle Leitfäden aus. Und auch da, da sind eingeladen die ganzen Maintainer, Leute, die einfach aktiv sind, das Kommunikationsteam, die Sandra, der Olli, der Carsten, der am Core viel mitarbeitet. Also auch das ist ja so ein bisschen versteckt und wird in der LossCon auch bisher immer nicht so sichtbar. Auch die Gruppe von Leuten, denke ich, können wir jetzt einmal danken, weil die eben ganz viel ihrer Freizeit auch investieren, um solche Sachen im Hintergrund zu machen. Vielen Dank euch. Genau, dann das, was wir ganz neu haben, ist jetzt natürlich der LernOS KI-Leitfaden. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat. Ich hatte also letztes Jahr, so im Februar, März, war, glaube ich, allen klar, dass KI ein großes Ding wird. Ich hatte auf Connect, auf der Community-Plattform mal gepostet, sollten wir da nicht einen Leitfaden dazu machen. Da gab es einen kleinen Kickoff, da waren, glaube ich, 44 Leute dabei. Von denen sind dann, glaube ich, weiß gar nicht, was die genaue Zahl ist, 14 hängen geblieben, die an dem Leitfaden gearbeitet haben. Und wir haben quasi den KI-Leitfaden von September 23 bis Februar, also vor den Winterferien, 24 in der Version 01 bereitgestellt, Deutsch und Englisch. Dann das Sketchnoting-Team ist eingesprungen. Das heißt, die Sketchnotes, die Visualisierung des Leitfadens ist nicht KI-generiert, sondern ist manuell geskribbelt. Aber gestern im Opening haben wir schon darüber gesprochen, wie Workflows aussehen können, um solche Sketchnotes, solche Visualisierungen auch KI-gestützt zumindest. Da wird man nicht ersetzt als Sketchnoter, aber KI-gestützt zu machen. Und alle, die jetzt vorhin sich nicht gemeldet haben bei dem KI-MOOC, wir haben den jetzt über den KI-MOOC validiert, wir haben wahnsinnig viel Feedback gesammelt, sage ich gleich noch was dazu, sind aber herzlich aufgerufen, sozusagen auch ab jetzt den Leitfaden dann zu verwenden und in ihre Kontexte, ihre Organisationen reinzubringen. Einige hatten nach dem MOOC gefragt, bleibt das Material denn bestehen? Natürlich, der bleibt für immer bestehen und wir werden den mit all den Erfahrungen, wie auch die anderen Leitfäden, kontinuierlich aktualisieren. Stichwort MOOC. Das hat sich im Herbst letzten Jahres oder gegen Ende des Jahres schon abgezeichnet, dass so unser klassischer Weg, diese Leitfäden über so Learning Circle Experiences mit 3, 4, 5 Circle zu validieren, dass da die Nachfrage einfach viel größer ist, ne, weil alle irgendwie anfangen, sich mit gerade zu KI zu beschäftigen. Jeder hatte natürlich schon mal irgendwie in ChatGPT was eingetippt oder ein Midjourney-Bild gemacht, aber so richtig systematisch hatten das eben viele noch nicht gemacht. Und deswegen hat man beschlossen, da eben gleich so einen MOOC, so einen Massive Open Online Kurs draus zu machen. Und haben gesagt, wir wollen so schauen, dass wir halt mit ein paar hundert Leuten das erproben, statt nur mit 30, 40. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Da lese ich jetzt die Zahlen nicht einzeln vor. Wir haben 5 Themenwochen gemacht, wo es dann jeweils so eine Live-Session gab, mit einer Einführung, wo wir auch die Inhalte der Woche jeweils gezeigt haben. Und da hat man in den Live-Sessions sind 5 über 2300 Teilnahmen insgesamt. Und dann haben wir auf den, hatte ich jetzt nochmal ausgezählt, auf den Videos, also auch dort die ganzen Live-Sessions, die sind aufgenommen und archiviert. Da haben wir auch nochmal über 2000 Abrufe mittlerweile schon. Da gibt es natürlich einen gewissen Überlapp, weil irgendjemand, der in der Live-Session vielleicht war, nochmal reinschaut oder so. Aber da würde ich sagen, da hat das Team, das war dann so ein gemischtes Team aus MOOC-Orga-Team und Leitfaden-KI-Team, auch ganze Arbeit geleistet. Vielleicht die KI-Leitfaden-Team, da sind auch mal kurz die Hand heben, dann wisst ihr, wen ihr ansprechen müsst. Ist da jemand da? Da hinten, da die Ellen, da der Hans. Genau, gibt es morgen auch eine Session dazu. Also da wird das Leitfaden-Team quasi mal eine Session machen und da so ein bisschen die Geschichte der Genese erzählen. Ja, dann der Christian hat es schon gesagt, LernOS-Supporter. Da will ich auch nochmal einen Satz dazu sagen, weil ich habe ganz viele Anfragen von Sponsoren, die sagen, ah, cooles Event habt ihr da, wäre doch schön, wenn wir das sponsoren könnten. Die sage ich alle ab. Na, weil das letzte,
Das Letzte, was wir, glaube ich, in so einem Community-Event hier haben wollen, sind irgendwie Leute, die Visitenkarten einsammeln oder Flyer verteilen oder irgendwie sowas oder Adressen versuchen abzugreifen. Das kennt ihr bestimmt von Konferenzen. Das heißt, LernOS-Supporter heißt eigentlich im Kern, das sind Organisationen, die so ein bisschen näher an dem LernOS-Kontext dran sind, selber Dinge einsetzen. Also wer das verfolgt hat, zum Beispiel die Hybrid-Meeting-Kits, die wir in den Räumen haben, die waren im DigiCamp bei der DATEV im Einsatz, die waren am SAP-Training-Forum im Einsatz. Die Lightning Talks gab es jetzt auch im SAP Training Forum. Also das ist wirklich so eine Gemeinschaft von Menschen aus Organisationen, die miteinander lernen, wie man so dieses Lernen in Organisationen bringt. Und das ist sozusagen die Idee, solche Organisationen damit reinzubringen. Die Zahlen, Christian hat es gesagt, kleinen Betrag, 1000 Euro im Jahr, kriegen dafür 3 Tickets für die Veranstaltung. Aber der Kern ist eigentlich, nahe an dem Thema und nahe an den Entwicklungen mit dran zu sein. Und nachdem da so ein bisschen was übrig bleibt, weil die ganze Party hier zu schmeißen nicht das ganze Geld aufgebraucht habt, könnte der Christian mir mal den Wagen, der da hinter der Bühne steht, entgegenrollen, weil die Supporter das nämlich ermöglicht haben, dass wir für euch alle einen von diesen KI-Leitfäden gedruckt haben. Also es gibt eine Druckversion. Ihr könnt euch die vom Leitfadenteam hier auch unterschreiben lassen und mitnehmen. Natürlich könnte man jetzt sagen, wie ist das hier mit toter Baum und Umweltschutz und so weiter. Also es ist blauer Engel Umweltpapier, das zum einen. Natürlich wird es eine Version 1 geben, die wird schon viel weiterentwickelt sein, aber ich finde, es macht in Büros, im Homeoffice, wo auch immer, es macht einen großen Unterschied, ob irgendwo ein physisches Artefakt liegt, was man in die Hand nehmen kann, wo man Notizen reinmachen kann, wo ein Kollege, Kollegin kommt, was ist das eigentlich, dann spricht man drüber. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen mal einmal so in die Runde bringen, dass möglichst viele von euch auch so einen gedruckten Leitfaden habt. Wie gesagt, nehmt euch da vorne gern einen mit. Wenn übrig bleibt, könnt ihr auch gern für Kollegen dann mitnehmen. Alles, was übrig ist, müssen wir sonst wieder verladen und zurückbringen. Also morgen können die gerne alle weg sein. Und an der Stelle auch nochmal ganz kleinen Applaus für die Supporter, die das möglich machen. Natürlich. Ja, kleiner Ausblick noch. Wir hatten ja letztes Jahr in den LernOS for You Leitfaden diesen Digital Workplace Grafik reingebracht, damals noch mit Harold Yarkey, Sixsense Share. Hatten damals, das war meine letzte Folie, so diesen Gedankengang, eigentlich für den diese Tool. Also das kann man natürlich jetzt wahrscheinlich nicht lesen, aber in all die Tools wie digitale Notizbücher, Suchen, Office, Videokonferenz wird überall KI eingebaut. Das heißt, das muss man eigentlich verschränken mit dem Thema generative KI. Daran haben wir jetzt weitergearbeitet. Es gibt jetzt diesen Digital Workplace Canvas, neu strukturiert nach Input, Process, Output. Und das, was jetzt da reinwandern wird, ist hier eben symbolisiert durch diese gelben Bestandteile. Ganz viele sprechen jetzt über, hier unten, weiß nicht, ob man es lesen kann, steht KI-Tools, also klar, ChatGPT, Copilot und was es da so alles gibt. Aber diese kleinen gelben Symbole sollen eben anzeigen, in alle Tools, in unser OneNote, unser Obsidian, unsere Suchmaschinen, unseren SharePoint, unsere Webpräsenzen, überall kommt jetzt Stück für Stück KI rein. Also das ist vom Prozess so, wie das Internet so Stück für Stück in alle Bestandteile unseres Lebens eingeflossen ist. Und da wird es morgen eine Session dazu geben, wie wir jetzt eben überlegt haben, den LernOS für dich Leitfaden zum persönlichen Wissensmanagement weiterzuentwickeln und diesen Blick bis hin über den individuellen Chatbot hinaus zu weiten. Genau, dann 2 Dinge noch. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr mit eurer Meinung mich mal so ein bisschen ansprecht, weil wir jetzt schon viele Schleifen gedreht haben. Was ist eigentlich LernOS? Wer die Versionen der Webseite mal verfolgt hat, wir sind mal gestartet, das OS steht ja für Operating System, dann haben wir es mal gewandelt in offenes System, das war für viele ziemlich sperrig, also Operating System for Lifelong Learning und lernende Organisationen. Dann hatten wir jetzt mal eine Weile Methode für lebenslanges Lernen, das finde ich aber auch irgendwie so semi-cool, weil was Methode ist, das klingt immer so, was weiß ich, mach Schritte 1, 2, 3, 4 und dann erreichst du Ergebnis X. Finde ich auch nur so semi-passend. Meine Idee, und das ist, finde ich, was mich mit vielen von euch vereint, ist, dass das eigentlich ein Lifestyle ist. Also das ist eine Haltung zum Leben, das ist ein Lebensstil. Und ob ich dann irgendein Tool verwende oder irgendeine Wissenslandkarte mache oder nicht oder eine KI einsetze oder nicht, das ist...
Darauf kommt es eigentlich nicht an, ne? Sondern es kommt darauf an, dass wir halt akzeptieren, dass wir in einer Umwelt sind, die sich schnell ändert, wahrscheinlich schneller als die Umwelt unserer Eltern und unserer Großeltern sich geändert hat. Und dem muss ich eben positiv gegenübertreten und sagen, da muss ich halt lernen, wie ich damit umgehe und wie ich das hinbekomme. Ne? Und das ist, glaube ich, was, da würde ich gerne im Rahmen jetzt der Konferenz mal ein bisschen mit euch sprechen, wie ihr das seht, ob das passt. Ist aber so ein bisschen die Stoßrichtung, in die ich das gerne treiben würde. Letzte zwei Wünsche, die ich mir wünschen würde als Mission für 2025. Wir haben in dem Kernteam gesehen, ich glaube, Bernd hat damals den Anstoß gegeben, da hat er gesagt, so ständig suche ich eigentlich, wo sind die Leitfäden und welche gibt es in Englisch und wie kann ich eigentlich so eine Learning Circle Experience machen. Also das eine, was ich mir bis nächstes Jahr wünschen würde, dass wir die Barrieren senken, sowas in Organisationen einzusetzen. Also einfach die Materialien, wie setze ich das ein, wie mache ich ein erstes Meetup zu dem Thema, wie ist die Website aufgebaut, wo finde ich, ob welche Leitfäden noch im Baustellenstatus sind, wie mache ich eigentlich so einen MOOC zu KI intern. Also dass wir da einfach die Barrieren senken, um das anzuwenden, weil ich glaube, mit den Herausforderungen, die wir vor der Brust haben als Gesellschaft, müssen wir unsere Lernrate schon noch so ein bisschen erhöhen und auch Leute in die Richtung bringen, dass man an den richtigen Themen lernt und nicht an irgendwelchen Themen. Also das wäre eines. Und, weiß nicht, mich haben ein paar Fragen erreicht, wie ist denn das? Letztes Jahr hatten wir doch die schöne Simultanübersetzung. Wie ist das mit Englisch? Ich glaube, viele Probleme, die wir als Menschheit vor der Brust haben, die kann man nur international lösen. Und deswegen ist, glaube ich, dieses kontinuierliche Lernen auch was, was wir internationalisieren müssen. Also wo wir jetzt mit dem AI-Leitfaden die Basis gelegt haben, dass wir auf Knopfdruck halt einfach die Quellen mehrsprachig machen können. Beliebig viele Sprachen, also die Sprachen, die DeepL eben spricht. Na, da würde dann für mich auch dazu gehören, dass man die Website-Leitfäden mal auf Deutsch und Englisch zumindest hat, eine Community international anfängt zu etablieren und dann eben ab nächstes Jahr entweder die LOSCON 25 wieder mehrsprachig macht oder was wir auch schon mal andiskutiert haben, ist zu sagen, es gibt vielleicht dann im Herbst ein zweites reines Online-Event und das ist rein Englisch. Und funktioniert in so einem Follow-the-Sun-Mode, ne? Dass man sagt, man startet das in Asien und es geht dann über Nord-Südamerika nach Europa und man hat dann mehrere so Touchpoints, wo man gemeinsam dann Themen übergibt. Ist alles noch nicht auskonzipiert, also wer da Lust hat, auch gerne mit mir im Laufe der Konferenz drüber sprechen. Genau, das wären so meine Wünsche. Vielleicht habt ihr andere. Dafür ist die Community-Plattform da, die zu besprechen. Falls ihr Lust habt, da aktiv zu werden, kommt gern, meldet euch, kommt gerne auch in die Kernteam-Calls. Ich würde sagen, wir sind mit dem Lernen noch lange nicht fertig, deswegen keep calm and learn on. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch 5 Minuten Zeit. Falls es so Fragen oder Statements von online gibt, gerne oder auch im Raum, Christian oder Victoria am Handmikrofon, meldet euch kurz und dann könnt ihr da direkt reinspringen. Dankeschön.